Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ahead in Time. Wir springen mal weiter, denn, huch, ja gut, es könnte ein bisschen ruckeln. Hä? Och Mann, ich sei auch nicht wirklich viel, ne? Und es ruckelt halt ein bisschen momentan. Aber ich bitte das zu entschuldigen, das wird sich gleich wieder beruhigt haben. Weil es liegt momentan daran, dass das Level etwas größer ist. Und wenn man dann rauszappt und wieder reintappt, hat mein PC reichlich, was er nochmal neu umrechnen muss. Ich stehe gerade in der Luft. Das ist unpraktisch. Das ist so richtig hart unpraktisch, das Spiel. Okay, Leute. Was machen wir so lange? Lustiges Rätsel raten. Oder wie? Nee, keine Ahnung. Ach man, wie ich sowas hasse, ne? Ich mach ganz kurz einen Cut, von daher bis gleich. So, zum Glück hat es jetzt nach dem kurzen Schnitt sich wieder beruhigt. Also für euch. Für mich hat das jetzt wieder 5 Minuten gekostet ungefähr. Und ja, ich nutze mal eben die Möglichkeit, um hier rüber zu springen. Und guck mal, wie ich sonst noch hier weiterkomme. Ich versuche natürlich so gut wie möglich alles einzusammeln. Sollte ich dennoch irgendwas übersehen, ich betone es nochmal, bitte ich euch, weist mich darauf hin im Fall der Fälle. Out. Weil ich kann natürlich nicht alles wissen. Bin ich jetzt hier richtig oder bin ich immer noch falsch? Ah, ich bin hier falsch. Denn da weiter kann ich da einfach so rüberspringen? Ah, tatsächlich. Auf dem Etikett steht tickende Uhren. Der Fortschritt der Technologie lässt dich zittern. Okay. Da hinten ist noch was, das möchte ich noch ganz gerne holen. Tickende Uhren, um Gottes Willen, das ist so gefährlich. So. Ein Eisgarn. So, und was. Wieso, weshalb, warum ist hier Faden? Sprich. Ach so, doch, ich weiß es. Das war der. Von unten. Da oben. Hä, da oben rieselt Holz durch oder so. Okay, bringt mir nichts, daran herumzuhüpfen. Das heißt, das lasse ich jetzt hinter mir, da ist auch nichts mehr, hoffentlich. Und da sind solche Kabel, die wir schon aus dem... Oh nein, aus dem Zeitriss kennen. Ich brauche alle Kabel, um hier weiterzukommen. Kann ich mich da nicht durchklitschen einfach? Keine Ahnung, wenn ich hier so... Nö. Was eine Frechheit, ich dachte... Das Spiel erlaubt mir das. Was machen die denn da? Da will ich mal lieber nicht stören. Okay, den habe ich, der ist da. Ich glaube, das ist auch der nächste, den man holen soll. So,
So. Und der letzte ist dahinter am Pinguin. Entlang. Okay, offensichtlich sieht er einen nicht so besonders. Oh, da war kein Boden. Das war auch nicht intelligent. Okay. Können wir da noch irgendwie anders hin? Wie war ich denn jetzt? Ach, da, okay. Hier rum, hier längs. Hier längs, da links. Uah. Scheiben gleichzeitig muss ich. Nee, okay, musste ich nicht. Kann ich jetzt nicht einfach hier rüber springen und dann mir das Herz vor den Gärten erstmal? Ja. Sehr schön. Dann gucke ich mir das so an. Funktioniert einfach mal besser, als wenn ich normal hinschaue. Es ist irgendwie total wirsch. War es das jetzt? Offensichtlich, ne? Okay. Nichts. Gut. Ich überprüfe jetzt wirklich alles, damit ich nicht irgendwas übersehe. Hier ist noch ein Herz, das ist sehr schön. Und da ist noch... Oh, hier geht schon weiter. Ich sollte vielleicht erstmal gucken. Okay. Große HiFi-Anlage, aber auch nicht viel mehr, ne? Gut, dann war das ja schon richtig. Dann kann ich einfach hier weiter. So, aber wie komme ich denn hier? Sieht mich die Kamera nicht hier am hintersten Bereich? Doch, ne? Oder? Doch, die sieht einen. Deswegen muss man hier wahrscheinlich runter. Hier hoch. Und hier hoch. Ich verstehe. Moment mal, da unten sind ja auch noch Räume, ne? Oh, lustiges durch Zittertüren gehen. Oder? Nee, warte mal, die sind alle inaktiv, so wenn ich das richtig sehe. Oder? Ja, ich kann da nicht rein. Aber da könnte ich rein. Aber da zeigt eine Kamera drauf. Nee, da guckt eine Kamera raus. Jetzt verstehe ich gerade. Deswegen, okay. Hier ist noch Fanpost. Oder so. Ey, da sind wir! Nein. Nee, konnte man nicht irgendwie... Genau, Y. Da sind wir, da ist DJ Grooves. Ist da noch was? The Big Pair 8, okay. Moment. The Big Parade, ach so. Ich weiß nicht, irgendwie alles etwas komisch. Achso, wir sollten vielleicht wieder auf unseren Hut wechseln, den wir. Boah, Alter. Der hat ein bisschen sehr viele Pokale, derjenige. Oh, da oben ist ein Schlüssel. Komm. Diese könnte das schönste und teuerste Ding sein, das du jemals gesehen hast. Es sieht aber nicht so aus, als gäbe es einfach. Einen einfachen Weg, es mitzunehmen. Schade. Von den Pokalen will ich mal gar nicht zu sprechen kommen, dass die auch relativ wertvoll ausschauen. Ja, also. Und da drüben sind noch Leben. Moment mal, hätte es sein können, dass ich von hier... Na, tatsächlich. Ich mache mir mal schwerer, als es sein muss, ne? Okay. Der hat doch einen Vogel, derjenige.
Versteht ihr? Weil wegen. Okay, egal. So. Hier geht's offensichtlich weiter. Okay, da kommen wir nicht längs. Das ist wieder so eine Tricks-Liebling-Geschichte. Einmal hier außen rum. Hier geht's, glaube ich, weiter. Oder? Da ist irgendwas mit Mustache Girl. Okay, hier geht's definitiv irgendwie weiter. Ich gucke erstmal noch in den anderen Bereich. Okay. Filmset. Ach, und da oben ist noch was. Aha! Nicht nur da oben, auch da oben ist noch was. Sprinthutgarn! Richtig schön. Also das, wenn man sich richtig umschaut, ne? Sehr schön. Noch irgendetwas, was ich übersehen hätte können? Nö, da kann ich nicht hoch. Ist allgemein hier irgendwie an der Decke irgendwas? So weit ich sehe nicht, außer da hinten, aber dafür muss ich wieder hochklettern. Erstmal gucke ich, was hier hinten jetzt ist. Ich wollte nicht... Ach Gott. So. Moment, kann ich hier... Huch. Nö, kann ich nicht durch. Okay. Autsch. Ich habe ja noch zwei Versuche. Okay. So. Okay, manchmal ist das auch eine fiese Sache, wenn man die nicht frei bewegen kann, die Kamera. Ach so, oh Gott, das ist nur um hier hochzukommen. Oder wie? Sprich, hier ist nichts mehr, oder was? Nee, tatsächlich nicht. Bann. So. Hier ist noch ein Leben. Hier ist noch ein Leben. Ich kann nicht wirklich viel sehen. Danke, dass ich auch so viel sehen darf. Wer hat Ihnen denn das Level ausgedacht? Ja. Hier, ihr seht, was ich meine. Manchmal kann man die Kamera einfach nicht drehen. So, ist da noch irgendwas? Nö. Gut, dann... Oh, geht offensichtlich runter. Und hier durch. Dieser Schatz könnte zu anderen Schätzen passen. Okay, wir haben einen weiteren Schatz gefunden. Sprich, ich könnte auch mal wieder zusehen, weitere Schätze zu... kombinieren. Oh, was sehen wir denn da hinten? Ach, ich kann einfach hier durch die Wand gucken. Ist auch eine Sache. Moment. Was ist denn, wenn ich... Oh. Interessant. Ich hing gerade an der Textur fest, ne? Moment. Egal. Kümmern wir uns nicht darum, sondern... Ja, um was eigentlich? Muss ich da hoch? Habe ich hier irgendwas übersehen? Bin ich deppert? Oder kann man da vielleicht durch? Oh nein, da kann ich auf jeden Fall nicht durch.
habe ich doch nicht den Schlüssel einfach nur geholt, um hier den Schatz zu holen. Dann, oder kann ich hier den... Entschuldigung. Ich bin manchmal zwar deppert, aber so deppert war ich ja noch nie, ne? Okay, mal sehen, wie weit wir noch nach unten... Was? Kapitel 2, Kampf der Vögel. Akt 6. Das konnte ich gar nicht gucken. Also wie das heißt. Das kam nicht zu überraschend für mich. 20 Crews. Ach, 20 Crews, ich verstehe es. Schau, wenn wir hier haben, Schätzchen. Scheint so, als hättest du mein kleines Versteck gefunden. Yeah. Dieses letzte Zeitstück gehört mir alleine, Schätzchen. Yeah. Wenn du es haben willst, musst du wohl kommen und es dir holen. Yeah. Okay, keine Ahnung, warum ich das hier mache, aber er kommt mir halt vor wie so ein Elvis-Verschnitt. Okay, der Kampf geht sehr rasant los. Here we go! Ladies and gentlemen! Bitte was? Okay, das funktioniert. Das hat funktioniert. Oh, ich halte ihn mir auf Abstand. Oh Gott. Ich will nicht verlieren! What? Nee. Nicht mit mir. So, das auch gar... Nein! Ich will nicht... Gib mir was zu lieben! Oh Gott. Gentlemen! Oh Gott. Nein. Nein! Einfach nein! Das ist jetzt nicht passiert, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn es soweit ist. Here we go! Alter, wieso? Ladies and gentlemen! Okay. Ich glaube, ich nehme das doch komplett gerade auf. Entschuldigung, wenn ich da gesagt habe, von wegen, ich melde mich dann zurück. Das war irgendwie eine Fehlinformation. Ich muss gerade erstmal. Ich muss gerade erstmal drauf klarkommen, wollte ich gerade sagen. Meine Güte. Okay. Tatsächlich kann man, wenn man hier die Autos hat, so machen. Man muss halt nur drauf kommen, in die Ecke zu gehen und nicht an den Nähe ran. Und hier ist auch ein Trick 17. Ah, ja, viel zu spät realisiert.
Reifen dadurch verkackt. So, diesmal habe ich es nicht verkackt. Ah, aber das verkackte ich. Lass uns unter vier Augen sprechen. Setz dich, Schätzchen. Okay. Seitdem du herkamst, sind diese Zeitstücke vom Himmel gefallen. Nun, ich kann verstehen, dass du meinst, sie gehören dir, Schätzchen. Das verstehe ich, aber hast du gewusst, dass man damit Zeit zurückdrehen kann? Mit einem Zeitstück könnte ich alle Preise, die mir gehören, zurückholen, Schätzchen. Jeder einzelne Preis, den ich durch den Schaffner verloren, beim Betrügen. Ich kann es nicht beweisen, Schätzchen, aber ich weiß, der Schaffner hat alle manipuliert, um sicherzustellen, dass ich nie gewinne. Ich brauche nur ein Zeitstück, um Jahre wieder herzustellen, voll von Betrug und Schwindel. Kannst du mir nicht ein Zeitstück ausleihen, Schätzchen? Eventuell? Nö. Eventuell? Danke sehr, Schätzchen. Du wirst es nicht bereuen. Wir werden Jahr voller Betrug und Schwindel zurückdrehen und fair und ehrlich um Bird Movie Award zurückkehren. Unglücklicherweise kann ich dich nicht gehen lassen, Schätzchen. Ich kann es nicht riskieren, dass du über ein Wort verlierst. Der Schaffner wird zischen wie sonst noch nie zuvor. Es war nett, dich kennengelernt zu haben, Schätzchen. Auf ein immer Wiedersehen. Sprich, bitte was? Okay, ich dachte, er lässt mich in Ruhe, aber nein. Es ist viel schlimmer. Es setzt mich unter Zeitdruck. Und bitte noch, Schätzchen. Ich habe sie vom Filmset des Schaffners gestohlen und nun wird sie dein Untergang sein. nein, danke. Oh Gott! Mir geht die Zeit aus! Lass hier drüben! Lassie, hier drüben! Warte, ich finde einen Weg, um die Bombe zu entschärfen! Ja, aber dann ganz schnell bitte! Noch 20, 19, 18. Bitte, bitte, bitte. Heavily. Ist bereit. Okay, okay, okay. Oh. Ich bin so erfreut, dass es entschärft ist. Das ist entspannend.
Ich finde das nicht fair, Leute. Jo, dann würde ich sagen, wenn's, ach so. Ja, doch. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der Stelle wieder. Von daher, bis gleich. So, da bin ich jetzt auch wieder. Wir haben hier die Parade am Arsch. Und ja. Ich versuche jetzt so gut wie möglich, nicht in die Parade zu rennen. Geschweige denn, von ihm Schaden zu kriegen. Vor allem sage ich das so leicht. Als wäre das so leicht. Allerdings ist es gar nicht leicht. Ladies and Gentlemen! Oh Mann, wir hätten es geschafft gehabt zu dem Zeitpunkt schon. Sprich, es war meine eigene, könnte man sagen, Unfähigkeit. So ein klein wenig, ne? Sprich, ich sag mal so viel. Wir holen uns jetzt die Sanduhr. Und dann beenden wir den Part hier an der Stelle. Ich glaube nämlich, dass das jetzt lang genug ist. Falls nicht, tut mir natürlich leid, aber ich glaube, es sollte wirklich lang genug sein. Ich guck mal, was jetzt die Zeit lacht gleich. Moment. So, ja, das müssen wir auch noch hin, ich weiß. So. Erstmal nochmal da den Haken uns abholen. BZW, die Bestätigung ist komplett. So, wurde jetzt quasi damit bestätigt. So. Was ich jetzt mache erstmal ist... Ach du Heilige, wir haben noch den Vertrag, stimmt ja. Ich gehe mal auf Spiel beenden. Hauptmenü. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder. Ich gucke mal ganz kurz nach der Zeit, wie gesagt. Ja, 33 Minuten etwas plus minus rausgeschneide. Von daher würde ich sagen, sollte das erstmal gewesen sein. Ihr könnt einmal, deswegen gehe ich überhaupt ins Menü. 46% bei meinem YouTube-Stand. Ja, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Star. Haut rein und ciao.